Nick. So, willkommen zum weiteren Part Last Impact. Wieder zurück auf die Raumstation, würde ich sagen. Get into the base. Machen wir jetzt. Oh. Den wir im letzten Part ewig die letzte rote Münze gesucht haben. Machen wir jetzt ein bisschen Fortschritt hier. Ich hasse es. Man sieht hier einfach nichts, wenn man da hochgeht. Wo bin ich? Danke. Was? Wieso? Was? Wieso? Wo bin ich? Wieso bin ich da jetzt abgerutscht? Kommt, Leute, was soll das? Ich hasse es, mit reingesunkenen Winkel zu rennen. Da muss ich ja, glaube ich, gar nicht hoch. Ich gehe ja trotzdem, weil ich glaube, das bringt mir einen Stern. Wenn mich das nicht umbringen würde, das Fieder. Wo ist es? Ich höre sie. Stirb. So. Da ist es ja schon wieder. Stirb bitte. Danke sehr. Da hoch. Da ist noch irgendwo eins. Das ist jetzt da. Nee! Nee! Nee, einfach nee. Das bockt doch nicht. So unnötig sterben, wirklich. Geh da wieder rein, du Drecks-Mario. Ich springe auf ihn drauf, es juckt den Gegner nicht, er fickt mich mit dem Stein, trifft mich und wirft mich dann noch nach unten. Dankeschön. Danke. Wirklich, sehr nett vom Game. Dann klebe ich halt diesen Turm. Ich weiß ja nicht mehr, für was das gut war, aber... Du! Halt dich fest! Bau nicht schon in den ersten 3 Minuten 15.000 Fails! Könntest du ein bisschen wieder ein Skill zeigen vom letzten Part. Vor allem, wenn ich das hier noch am selben Tag aufnehme. So viel Pause hatte ich jetzt auch nicht dazwischen. So, jetzt müsste die blaue Tür theoretisch offen sein. Also die grüne. Müsste hier die blaue sein. Nein, hier ist die gelbe. Ich renne natürlich wieder genau die falsche Richtung. Kann einmal im Kreis rennen. Ja, natürlich. So. Das bringt richtig viel. Da komme ich so auch hoch. Wie schon im letzten Part gezeigt, wäre man da auch anders auch hochgekommen. Einfach mit Wandsprung. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Darüber? Ja, so kann man nach oben. Ich würde aber gerne nach oben. Nee, komm. Lassen wir es einfach.
Der kackt wieder. So. Das One-Up, das mir vorhin gestohlen wurde, gleich wieder geholt. Danke sehr. Dass das auch funktioniert, was ich machen will. Auch wenn man dafür Safe States braucht. Ach ja, genau, hier haben wir im letzten Part in der Kanone geöffnet. Ach nee. Kein Ziel schießen, bitte. Das kann nicht gut gehen. Warte mal, ich glaube, ich habe die richtige Richtung. Und gleich die richtige Höhe. Das gefällt mir doch. Shoot into the space. Wäre damit geschafft. Das heißt, das blaue Tor brauche ich nicht öffnen. Ich weiß noch nicht mehr, baue ich das rote oder baue ich das gelbe. Eins davon ist unnötig. Ich öffne mal das rote, weil das ist schwieriger. Und ich bin davon überzeugt, dass ich das rote brauche. Stern kriege ich hier wieder nicht. Würde mich interessieren, was er mit dem auf sich hat, aber den darf ich halt einfach nicht kriegen. Wo ist das jetzt? Da bin ich genau falsch. Da ist schon wieder irgendwo ein Stern. Ich finde den nie rechtzeitig. Da ist der gelbe Turm, dann machen wir den zuerst. Ach komm, lass mich in Frieden bitte. Ja, der gelbe wird zu einfach sein. Da war glaube ich nur der Bob-Omb drin. Da drüben war der rote. Aber gucken wir trotzdem mal nach. Ja, es ist der rote. Hatte ich ja recht. Dann halt nicht. Dann nehmen wir halt keine Abkürzung über dieses Ding. Warum machst du jetzt einen Stampfattacke, Mario? Ich darf wieder schon wieder keinen Wandsprung machen. Nee. Geh weg von mir. Lass mich zufrieden. Safe State. Dreckskamera. Ja, ja. Darüber. Nee, komm! Was sollte das jetzt? Mitten in der Luft! Bockt richtig! Verpiss dich, du Drecksding! Stirb einfach. Nee, du triffst mich nicht nochmal in der Luft, weil sonst ist es sofort zu Ende mit diesem Projekt. Kann es ja nicht sein hier. Boah.
Danke. Sehr schön. Stern abgeschlossen, würde ich sagen. Aber leider noch nicht die Welt. Ja, da fehlt noch einiges. Das war gar nicht der Stern, den ich machen sollte. Wie heißt mein Stern? Get into the base. Soll da rauf? Und dann da rein. Das war hier. Was soll denn da oben sein? Das geht auch anders. Ich bringe mich ja nur darauf, da war ich hier vorhin. Komme ich ja auch rauf, indem ich hier einen Verwandtsprung mache. Und dann wegen Unfähigkeit von manchen Charakteren einfach wieder runterfalle. Weil er sich irgendwo an der Wand stößt. Und gleich wieder 3 Kilometer zurückprallt. Danke sehr, Mr. Unfähig. Wo soll ich denn hier hin? Dieser Part bringt mich richtig zum Aufregen. Ich habe sowas von keinem Bock mehr auf diesen Part. Wo soll ich hin? Ja, da komme ich normalerweise hoch. Du Drecksding. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich da, wo ich vorher noch war. Da oben ist die Kanone. Ne, da ist sie noch nicht. Wo soll ich denn da hin? Und hier bin ich ja zur Kanone auch gekommen. Ich glaube, wenn ich darüber bin oder so. Könnte man mir bitte sagen, wo ich hin soll? Danke. Du sollst mir sagen, wo ich hin soll, mich nicht bombardieren. Da hinten ist ein Stern. Genau deswegen habe ich gesafestated. Ich habe gewusst, dass da ein Abgrund ist. Und gewusst, dass ich genau in diesen Abgrund runterfalle. So. Get into the base. Geschafft. Und was gibt's hier noch? Ich habe schon fast alles gesehen. Plattformcluster. Oh, okay, da sieht man sehr viel. Ich weiß jetzt genau, wo ich hin muss. Normalerweise bekommt man immer so eine kleine Information, hier nicht. Hier wurde sie einfach mal geskippt. Oder hier gibt es einfach keinen Hinweis, weil es vielleicht irgendwie ein Secret ist oder so, wo man hin muss. Vielleicht ein Hidden Star oder so. Einen anderen Grund wüsste ich jetzt nicht, warum hier keine Cutscene war. Dann nicht. Dann geh halt so hoch. So. Muss ich vielleicht darüber? Machst du bitte einen Weitsprung, wenn ich drücke? Und knallst nicht gegen fucking unsichtbare Wände. Ach so, das ist. Da kann man nicht stehen, oder wie? Also ist einfach nur so eine Textur, die zu riesig skaliert wurde. Da kann man nicht stehen, das sieht nur so aus. Das ist wieder zu steil, um sich festzuhalten. Was ist mit der Wendeltreppe hier? Ich glaube, die bin ich noch nicht hochgegangen.
wieder bombardiert. Das gefällt mir natürlich. Ah, hier wird mit diesen Steinen hier gearbeitet. Und dann fickt mich wieder so ein Drecksding nach unten. Okay. Ich glaube, man hätte eigentlich den anderen Weg nehmen sollen. Aber okay, ich mach's so. Wenn sich's ausgeht, warum nicht? Seek a shooting star. Auch hier gibt's keine Cutscene, warum nicht? Habe ich die jetzt aus irgendeinem Grund geskippt, aus irgendeinem Grund ausgeschaltet oder wie? Ah, gibt's ja keine Hilfe. Seek the shooting star. Da oben war ich. Ich hätte jetzt keine Ahnung, wo ich noch hin soll. Wer wird's sein? Ich meine, überall gewesen zu sein. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo es noch Sterne geben sollte. Ich habe eine Idee. Ich werde wahrscheinlich diesen Stern hier einfangen müssen. Ja. Scheiß Dreck! Verpiss dich, du drecksgrüne Strahler! Wo ist er? Spawn! Nein! Er spawnt genau hier. Alles klar. Danke. Oh. Okay. Ich würde sagen, damit haben wir die Welt abgeschlossen. Mal sehen, ob wir damit ein neues Minigame freigespielt haben. Wenn ja, machen wir das natürlich noch. Aber es sieht nicht so aus. Nein. Kein neues Minispiel hier. Aber ich mache trotzdem zum Abschluss noch einmal Hexagon Heat. Nee. Das heben wir uns dann doch für den Schluss auf. Für Highscores und so. Wo könnte dann Welt 4 sein? Da Welt 1 ist. 2, da Welt 3. Was ist mit euch, Gumbus? We've come here to steal your princess and we won't leave empty-handed. That's right, you'd better surrender now, or else you feel the triangle formation. We may look like ordinary Goombas, but our bodies have been empowered with the power of the stars. Good. Man, this thing's useless. Let's show him our real power. Poke formation! Looks like we'll have to use our best trick. Pancake Formation. Pfannkuchen Formation? Achso, im Pfannkuchen Formation wegrennen. Nice Sache. Nice Oberweltstern. Danke. Dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Hier drin ist nicht Welt 4. Nein, da wollte ich nicht runter, aber egal. Ich glaube, dieser Part hat mich schon genug gereizt.
Und er versucht es auch noch in der Oberwelt. Aber nein, für mich reicht's, würde ich sagen. Warte mal, er will ja, Yoshi will ja Früchte haben. Will er vielleicht diese Früchte? Das würde aber einen richtig guten Schützen erfordern. Nein, nicht ins Haus, nicht ins Haus und da auch nicht hin. Und in den Korb. Perfekt. Mal sehen, wie viel Yoshi davon haben will, bis er mir einen Stern gibt. Diesen Oberweltstern machen wir noch. Vielleicht ihn nur die zweite hier herunterlegen. Bitte back nicht im Baum fest, Mario. Das wäre sehr nett von dir. So. Sehr schön. Da rein. Thanks for helping me. You, hey, I knew something. You can have this shiny thing I found. This shiny thing. Now we are even. Okay. Danke. Das hat gereicht. Nein, ich will diesen Stern bitte. Nicht mit dir reden. Dazu musste ich aber springen. Danke, mit 33 Powersternen würde ich sagen, beende ich den Part. Warum es hier schon wieder scheint, keine Ahnung. Vielleicht ist hier jetzt ein neuer Stern. Egal. Ich werde mal gucken, wo Welt 4 ist und wir treffen uns hier im nächsten Part wieder. Also, bis dann und auf Wiedersehen.